genau da, wo Knoblauch groß draufsteht. Jetzt will mir ja keiner mehr was geben, dann kommen wir zu den Musikern. Ratten, welche ihren Herold beleidigten. Wir kommen zu einer Frau, die hat den Vorteil, ihre Laute sehr selten zu verlieren. Das liegt nicht am Gürtel, sondern an ihrer eigenen Schweranziehungskraft. Jeder, der sich in Physik auskennt, weiß, dass Masse erzeugt. Aber sie hat dafür ein liebliches Stimmlein. Für euch, die beiden Tage. Dinge dehnen sich bei Wärme aus. Das bedeutet nur, dass ich eine ganz heiße Frau bin. Also wenn das heiß ist, dann würde das als Untertreibung überhaupt geben, so als wenn das, man sagen würde, das Universum ist ein bisschen groß. Wir kommen zu dem auch mit großer Fresse. Aber er war gestern ruhig, weil er schon am Pause am Bett war. Der Bade des Phonikus. Vielen Dank für euren spontanen Applaus. Ich möchte mich auch ganz explizit bedanken, der Mann mit dem schönsten Fell im Gesicht. Danke. Es wird lauter für euch. Aber zum Teil schöner, wenn sie nicht am Lagerfeuer mit ihren Herold sind und sich darüber lustig machen, dass die kleine Ratte keine Stimme mehr hat. Für euch zahlreich, weil sie brauchen mehr Leute, denn normalerweise haben sie mal so eine Stimme als meine Wenigkeit, deswegen auch Instrumente. Die Emscherflute! Bei den kommenden weiß ich, warum die eine solch große Fresse haben, schaut sie euch an, bei so etwas, man muss lustig sein, man hat gar keine andere Wahl. Für euch die Spielleute von Alatros! Zumindest kriegen wir immer noch einen Gekrecht raus! Wenn ich totgefahrene Katzen spielen würde, ich auch. Flöten konnte ich ja noch. Es wird ein wenig lauter, aber freundlicher. Sie haben kein einzig böses Wort gesagt. Das war noch nicht dabei. Für euch, die Spielleute, Frenzkom. Ebenfalls kein böses Wort. Und deswegen am Ende mal hochgeschätzt. Sie sind alt. Also die Frauen, nicht die Kerle. Aber sie sind lieblich. Und von ihnen kann man tatsächlich sagen, die meisten Lieder, die überliefert wurden, haben sie persönlich geschrieben aus dem Mittelalter. Für euch, die Mädels und das männliche Mädel und ich, von Triskele. Haben wir so viele Gründe nennen. Wir kommen zum Schönsten. Manchmal muss man sich ja immer so ein bisschen durchringen, die Leute überhaupt nach vorne zu lassen, weil man weiß, was man damit tut. Ach ja. Es gibt dazu eine Vorgeschichte. Ich habe es letztes Jahr geschafft, diese Band alle Tage zu vergessen vorzustellen. Ich schwor mir, nie wieder. Aber auch ihr habt eure Fresse aufgehört. Der Hahn und sein Gefolge. Verus Theater.
ist. Für persönliche Bestrafung ähnliches, das machen wir später mit Ketten und so. Ihr wisst noch, wir waren gerade bei schön. Wohlriechend, schön tanzend, Männer, schaut sie euch an. Der Stamm, Hamsi! Von mir als ein kräftiges Ho-Ho bei drei! Ein, zwei, drei! Ho!